jetzt eine... Ja, das ist jetzt nur... Doch, es funktioniert. New Game mal anklicken, bitte. New Game ist richtig. Das ist Crayon. Das Programm heißt Crayon Physics. Deluxe. Crayon Physics Deluxe. Aber eigentlich heißt es Crayon Physics Deluxe Demo. Das ist nämlich kostenlos. So, ich mache jetzt mal alles, was hier genau steht. Draw a Box heißt zu Deutsch, zeichne eine Box. Ich zeichne jetzt mal so eine Box. Zeichne eine Box. Und diese Box habe ich jetzt gezeichnet. So. Der Stern muss weg. Dann läuft das prima. Und jetzt gehe ich hier auf diesen roten Pfeil und klicke da mal so drauf. Ja, und jetzt kann man hier, man kann auch ein bisschen experimentieren mit kleinen Kugeln oder was man da nimmt. Aber ich mache jetzt mal, ich klicke jetzt mal auf den Ball. Ich klicke jetzt auf den Ball nochmal. So, und der Stern muss wieder weg. Und jetzt klicke ich hier auf das hier. So, jetzt muss man hier irgendwas machen. Ich mache meistens so. Das reicht vollends aus. Und ich klicke einfach auf den Ball. Und der Stern muss wieder weg. So einfach geht das. Ja, einfach geht das nicht, aber man muss gerade Linien zeichnen. Gerade Linien, das sage ich extra. Zum Beispiel deswegen hier. Hier steht wieder Draw a Line. Das heißt zu Deutsch, zeichne eine Linie. Jetzt zeichne ich eine gerade Linie. Das ist gerade genug so. Click the ball heißt, klicke den Ball an. Ich klicke den Ball jetzt an. Und ich kann nochmal hier draufklicken, wenn ich will. So, und der Stern muss weg. So löst man dieses Spiel auf. Jetzt kommt, ja, klicke ich auf den Stern hier. Jetzt kann man das so machen, einfach eine Linie ziehen. Hier ist die Linie. Und ich klicke mal den Ball an und kann auch hier noch so einen anderen Ball machen. So. Und der Stern geht weg. Wenn der Stern berührt wird von dem Ball, dann klappt das immer. Jetzt klicke ich hier drauf. Und jetzt mache ich hier einen Stein. Der blaue Stein, den ich jetzt hier zeichne. Das muss aussehen wie so ein Stein. Und oben, hier oben muss er geschlossen sein, wie so ein Stein eben ist. Genau. Und der Stern geht weg. Jetzt kommt der nächste Bildschirm. Jetzt gehe ich mal hier nach unten. Hier kann man einfach eine Linie ziehen. Die Linie mache ich mal von hier bis da. Jetzt kann man das, wenn man muss, kann man den Ball hier anklicken, irgendwo hier. Und der Stern geht weg. Jetzt machen wir das mal hier. Hier wird auch noch was erklärt, eben gerade, das habe ich gerade gesehen. Wenn man irgendeine falsche Linie, die man nicht so haben möchte, aus Versehen macht hier, die nicht so gut ist, dann kann man mit der rechten Maustaste klicken und verschwindet die Linie wieder. Einfach Ball anklicken und Stern geht weg. Und der nächste Bildschirm kommt jetzt. Das ist so eine kleine Burg. Ich zeige das nochmal ganz bisschen deutlicher, dass das eine Burg ist. Hier, da oben. Da
sieht man, dass es eine Burg ist. Hier mache ich so einen ganz kleinen Keil rein. Hier da, wo das blaue, wo der blaue kleine Keil ist. Wenn der Keil, na, den muss ich jetzt, wenn das so mal passiert, dann macht man das mit der rechten Maustaste wieder weg. Und jetzt kann man den anklicken, den Ball. Und nochmal anklicken, wenn man will. Dieses Gras stört hier nicht, wie man eben gesehen hat. So, jetzt gehen wir auf. Naja, ich gehe nochmal hier unten hin. Das ist noch ein bisschen leichter. So. Jetzt wieder eine Linie unter dem Ball so durchziehen. Und hier unter dem Stern durchziehen. So, und das geht von alleine, wenn das jetzt Gefälle hat. Gefälle nach rechts, ne? So, jetzt kommt das etwas schwierige Ding. Naja, nicht so schlimm. So, und das war's auch schon. Den Rest zeige ich dann im zweiten Video. Nee, das ging daneben.